für dich. Hallo. Entschuldige, ich habe nicht verstanden, was du hast gefragt. Also wie fühlst du dich? Achso, sorry. Ja, eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wir haben gestern um einiges mehr geladen und muss sagen, ich fühle mich halt viel praller und eigentlich auch besser in Form als wie in Portugal. Das heißt, ich glaube, das wird sicher ein ziemlich stabiles Paket. Und ja, wie gesagt, fühle mich eigentlich gut. Nervös derweil noch nicht, aber unsere Klasse ist noch nicht aufgerufen worden. Das heißt, warten wir mal ein bisschen ab. Aber ja, wie gesagt, ich fange eigentlich auch immer so 30 Minuten vorher zum Aufpumpen an. Dann kommt noch ein bisschen Salz ins System und dann zieht sich das ganze Wasser, was jetzt so ein bisschen einfach durch das ganze Schwitzen, weil es heute wirklich heiß ist hier, das was einfach im Körper noch ist, das zieht sich dann richtig schön im Muskel rein und dann schaut das dann hoffentlich perfekt aus auf der Bühne. Dankeschön. Thank you.
Your favorite classic pose. Relax. Gentlemen, a front double bicep. Relax. Thank you, gentlemen, you're filed off stage. Ja, also generell, wie zufrieden bin ich? Es wäre natürlich gelogen, wenn ich jetzt sage, ich bin sehr zufrieden, aber wir haben eigentlich das perfekte Paket gebraucht. Wir haben um einiges fülligeres Paket, das wir in Portugal gebraucht. Deswegen muss ich schon sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Es war von der Platzierung her, wird es wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 bis 15 sein, weil es der dritte Callout war. Und ja, wie gesagt, wir haben aber einfach alles gezeigt, was ich an Masse oder an Härte zu bieten habe. Ich werde einfach nur mehr Muskulatur brauchen in Zukunft, um da wirklich konkurrenzfähig zu sein. Ich habe auch circa noch 6 Kilo nach oben offen. Das heißt, wenn das an die richtigen Stellen am Körper dazukommt, glaube ich, dass ich da auf jeden Fall sehr, sehr konkurrenzfähig sein kann. Wie geht es heute weiter? Natürlich wird heute mal ein bisschen Essen genossen. Es ist aber meistens so, dass nach so einer langen Diät, wo man so lange auf die Art verzichtet hat, auf Milchprodukte, auf Käse, auf Milchprodukte ist eigentlich Käse, also generell auf Fette und sowas, ist es einfach so, dass der Magen dann sehr, sehr verrückt spürt, wenn ich da jetzt extrem reinhaue. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch so eine Pizza werden und irgendeine Nachspeise oder so. Und morgen wird es dann eigentlich wieder so in die Reverse Diet zurückgehen. Das ist bei mir eigentlich immer so. Ich fühle mich so einfach um einiges besser und schaue dann, dass ich in den nächsten Wochen mit dem Gewicht wieder langsam nach oben komme, weil es sonst auch vom Rebound her, das heißt, das ist nach der Show, das ist das Wasser und dieses Fett, was wieder reinkommt, ist einfach zu extrem und für den Körper zu belastend. Genau, also es geht jetzt für mich in die Offseason bzw. Aufbau. Als erstes natürlich aber jetzt einmal in eine Erholungsphase, weil so eine Wettkampfdiät natürlich den Körper sehr, sehr beansprucht. Und ja, da ist es wichtig, dem Körper einfach einmal Zeit zu geben. Und dann kann man wieder an den Aufbau denken. We'll be right back.
One's of a nice Lara, and one is the one. Let's hand over to our head judge here. Thank you, Gabe. Three, Lisa. 174, Julia. 178, Susanna. 179, Sonora.
177, Rainier. 176, Alessandra. 179, Sonora. 180, Owana. 170. Green. 170, 176. Switch places. 170, 176. 173, 3 Lisa. 172, Charlene. 174, Julia. 178, Susanna.
von Carlo. And your ticket to the Joe Winners Olympia stage. You may take it to Susana Mendes Monteiro from Brazil. Europa Pro Gold Medal, the check for $2,000, and the title for the Europa Pro Bikini Champion, the ticket to the Joe Winners Olympia stage, you may take it to Julia Chusano. Thank you.
Face front, walk back. Nice job, ladies. Thank you. Thank you very much, ladies. And that's all for women's bikini division. We'll see you back in the award. Du kannst eigentlich davon ausgehen, dass man... Ja, ich habe den vierten Platz gemacht. Bin mega zufrieden damit. Ist einer besser als letztes Mal in Portugal. Da habe ich ja den fünften Platz belegen dürfen bei den Profis. Bin mega zufrieden mit dem vierten Platz. Und ja, jetzt gönne ich mir gleich erstmal was Gutes zu essen und freue mich da einfach drauf. Ja, und genieße das. Okay, Leute, ja, Bikini-Klasse. Zweiter Wettkampf in der Profiliga. Die Lisa, meine Teamkollegin, ist so nett und teilt mir ihre Platzierung, weil geteilte Freude ist bekanntlich doppelte Freude, wisst ihr. Und ja, für mich hat es nicht gereicht für einen Finalplatz. Ich sage euch aber was, ich hatte mega viel Freude und Spaß. Ich konnte mich steigern von meiner Präsentation her, von meinem Borg. Und die Platzierung ist noch nicht raus. Vielleicht bin ich in der Top 10 gelandet, das weiß ich noch nicht. Kann aber sein, ich glaube, diesmal war es ein Ticken besser. Ich bin sehr happy mit meinem Paket, hatte wirklich viel Spaß. Und jetzt geht's weiter, wahrscheinlich in 2 Wochen direkt in Polen. Und ja, bleibt dran, seid gespannt und vielen Dank fürs Mitfiebern und Daumen drücken. Sehr gut. Danke.